Meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier von Assassin's Creed Syndicate. Den Verbrecher müssen wir töten. Ruhig, Mädchen, ruhig. Gut, der Verbrecher ist, mal kurz hier aufs Dach steigen. Übernimmt dann die Zügel oder was? Weiß der auch wohin? Mach langsam. Gut, er nimmt irgendeine Route, die so man so weg nicht haben kann. Quitsch, 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 quitsch. So, und weiter geht's. Mann, die Damen und Herren hier aus dem Spiel können einfach das Zeug nicht annehmen. Ich möchte theoretisch gesehen ja der Erste Weltkrieg spielen, aber das geht ja nicht. Funktioniert ja nicht. Wir werden immer wieder auf dem Spiel rausgeworfen. Wir können sie spielen. Ist zwar ein bisschen blöd, aber man muss damit leben können. Technik ist nicht immer hundertprozentig sicher. Wir müssen aufs Dach steigen. Kehrt der Kerl um oder was? Der Gaul ist nicht blöd. Wir genießen noch mal die Aussicht. Man, dem Kerl kann man auch keine Aufgabe geben, wohin man fahren könnte. Der wird immer die falsche Route nehmen. Nicht so schnell. So, einparkieren. Braves Mädchen. Und 70 ist das bitte nicht der Kack. Ich glaube nicht. Nee, das ist ja nicht der Dingens. Der unüberwindbare Quest, den wir haben. Die Mission mit dem Rauswurf. Scheiß. Sehen Sie sich doch einmal an, was ich heute im Angebot habe. Ein Hauch von Tee. Sehr schön, der Tee wächst mir aus den Ohren entlang. Oder so ähnlich. Ich will nicht drüber reden. Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Das weiß keiner so genau. Wenn ich nur wüsste, welche Lieferung es ist, dann könnte ich die Waffen zum Besitzer zurückverfolgen. Grandiose Idee, Freddy. Einfach alle in die Luft sprengen. Wieso nicht? Da wären wir, die Verladungsstocks. Wo sind jetzt die Cockham-Kisten für Mr. Plutus? Sehen Sie sich doch einmal an, was ich heute im Angebot habe! Immer das Gleiche? Hallo! Der Kerl ist ein bisschen dusselig. Na gut, geschmuggelte Camo-Waffen aufspüren. Und? Weiß nicht. Frag mal nach. Oh, Level 9er. Gut, den hauen wir kurz halt ein bisschen nieder. Nein, komm nicht so, mein Freund. Oh, der nächste eingesoffen. Hey! Irgendwelche letzten Worte? Wappa. Ach. Nichts. Tee. Vielleicht später. Wieso nicht? Immer beim letzten, sagen sie es schon wieder. Ganz einfach, ich bin durch die Tür gekommen. Wie der normale Mensch auch.
Doch, doch. Alle kann ich hier. Geht ganz gut. Siehst du? Komm. Siehst du? Siehst du? Kann ich doch. Ach, das ist nicht so. Ich war eigentlich gesehen. Egal. Ist nicht wirklich der Quest. Also die Mission, die Sequenz, die wir erhofft haben, dass es so schwierig wird. Aber sie sind auch ziemlich gut bestückt. Tönt doof. Ist es ja auch. T. Hm? Wo zum Teufel sind sie? Ja, beim letzten natürlich. Und das ist natürlich das bestbewachte Dingens. Aber, boah, das macht doch nichts. Nur wieder drei und einer davon können wir jetzt schon wieder auslotsen. Was? Wie? Ich doch nicht. Nee, nee, nee. Wer will hier schon doof da rankommen? Oh. Ach, scheiße. Nicht so schlimm. Der ist an seiner Dingens gestorben, seine Schusswaffe, hä? Da hat ja einen Perk gesetzt, dass die Damen und Herren mal ein bisschen doof aus der Wäsche gucken können. Und das hat jetzt funktioniert. Wir haben einen Herren so ausgeschaltet. Sehr schön. Der hat sie selbst umgebracht. So, andere Sequenz, das muss ja hier sein. Hallo, Ladies. Jetzt nur noch warten, bis die Kisten abgeholt werden. Ach, bist du ab. Ach so. Bist du abfahren? Ich dachte schon ab. Ist ja egal. So, wir warten hier. Ganz gemütlich. Beschützt diese Kisten. Jeder Fehler wird euch teuer zu stehen kommen. Macht ihr nicht ins Hemd? Wir haben's gehört. Gut, weil ich mich nicht wiederholen möchte. Eine Schande, dass ich keine Zeit für Empire habe. Verfolgen oder generell können wir das Ding auch noch umnieten? Verdammter Nebel. Ach, geht schon. Nur immer verfolgen? Oh. Man sieht nicht wirklich viel, ja, das stimmt. Aber offenbar. Aha. Wie jetzt? Hä? Acht auf die Straße! Ich wette, Greenie läuft gerade Evie hinterher. Viel Glück dabei. Weiter, Mädchen. Ziehst du mein Pferd natürlich. Ruhig. Sachte. Ganz leise antippen. Tralalalalala. Tralalalalala. Oh. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Braves Mädchen. Gut so, Mädchen. Den Wagen mit der Fragverfolgung haben wir noch. Auf geht's. Ah,
Händler. Okay. So ist's recht. Ganz ruhig. Ah ja, führ mich zu Mr. Plutus. Sachte. Ganz, ganz sachte, sachte. Lauf schön weiter. Ja, bestimmt laufen wir weiter. Also demnach, ich denke, das Spiel funktioniert ja tadellos, einwandfrei, keine Abstürze, nix. Ich vermute, vielleicht, ich hoffe mal, dass wir die Missionen auch zuletzt dann noch machen können. Vielleicht tut sich da was, vielleicht nicht. Wer weiß. Weiter, Mädchen. Hier können wir noch einschlafen, hier also weitermachen. Weiter geht's. Warnung. Wir dürfen nicht zu nahen Stile ran, sonst wird es misstrauisch und könnte umkehren. Ist alles gut und recht. Ja, ist alles sehr gut und recht. Aber die Mission wird doch ein bisschen zu lange hier rumzutollen. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Okay, ich bin ein gutes Pferdchen, habe ich schon immer gewusst. Was will der Typ hier? Lauf schön weiter. Langsamer. Was will denn der Herr da? Braves Mädchen. Die Waffen sind hier. Genauso wie beim letzten Mal. Mr. Twopenny öffnet den Tresor, wir rauben ihn aus und schaffen das Geld in sein Lagerhaus. Beeilung, die Jungs warten schon. Zur Bank of England! Ja! Ach, das war's schon. Plutus ist Twopenny. Metallnetzgürtel. Dann sieht man an, haben wir wieder ein Sequenzgedönse. Der faulige Penny. So, das machen wir immer noch nicht. Das ist so ein Special-Gedöns-Dingens-Bummens. Können wir wieder. Oh, meine Dame, natürlich die Fähigkeit ein bisschen aufmöbelieren. Ach, nur. Nur ein. Okay, mach alles klar. Pause. Wer? Ich? Wer hat das gesagt? Gut, Ivy. Ich bin in einer Session aufnehmen. Da kannst du dir aber sagen, geh mal, mach mal eine Pause. Und ich habe übrigens eine sehr lange Pause gemacht, da du verdammtes Kackspiel abgeschmiert bist. Und das mehrmals. Boah, ich bin ja manchmal rasten hier bei dem Spiel hier. Also jetzt eigentlich heute das erste Mal, aber das war Grundgenüge hier. Ich bin zwar ein sehr geduldiger Mensch. Muss aber alles nach Plan ablaufen und generell terminiert. Also mit Termin und so. Und dann wird klappt und Zeit und alles. Whee. 170 Meter, ob wir das schaffen? Ich glaube ja schon. Aber ich frage mich, welcher Penny denn so ein Pfund wert wäre. Das weiß ja heutzutage noch keiner, oder? Ach, war jetzt ein schlechter, sehr schlechter Witz, aber gut. Madame! Da hoch bitte, der. Platz einbrechen können müssen. Wir sind sehr überzeugt der Lage, meine Freunde. Da vorne wartet schon jemand. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ihr begleitet mich weiter in der Reise, dessen Land unsere fernen kühnsten Träume übertreffen werden. Viel Spaß. Das war's.